Paukenschlag in Nahost, Reaktionen auf Higher for Longer und Arbeitsmarkt überrascht und beruhigt. Herzlich willkommen zum wöchentlichen Marktupdate. Wird der Konflikt in Israel Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, den Ölpreis oder die Börsen haben? Beim Blick auf die letzte Woche sehen wir den um ca. 10% gesunkenen Ölpreis. Die Ursache, nämlich steigende Renditen, werden wir später noch besprechen. Mit dem Angriff stieg der Preis um rund 4 Dollar das Barrel. Die restlichen Reaktionen waren bis auf den Gaspreis in den letzten Tagen überschaubar. Und dieser Anstieg hat mehrere Faktoren. Die zwei bedeutendsten waren zum einen, das holländische Gasfeld in Groningen wurde mit Ende September geschlossen und Israel hat sein Gasfeld und die dazugehörige Pipeline aus militärtaktischen Gründen geschlossen. Aber kehren wir zurück zum Konfliktpotenzial. Wenn der Konflikt lokal bleibt, wird es kaum Auswirkungen auf Öl, Börsen und die Weltwirtschaft geben. Wenn Israel im Gazastreifen einmarschiert und den Volkszorn der arabischen Welt auf sich nimmt, speziell Saudi-Arabiens, dann könnte das Einfluss auf die Stabilität und den Energiepreis haben. Wenn wir rundum schauen, Russland braucht die Kapazitäten derzeit in der Ukraine. Die kleineren Staaten, inklusive Syrien, können der Militärmacht Israels wohl kaum etwas entgegenhalten und der Iran als Finanzier der Hamas wird nur verbal eingreifen. Sonst wird es wahrscheinlich viel zu heiß werden. Und damit derzeit kein Flächenbrand. Letzte Woche sahen wir historisch hohe Renditen bei längeren Laufzeiten. So sind die US-Staatsanleihen auf die Höchststände von 2007 geklettert, wie ihr in der ersten Grafik sehen könnt. Warum eigentlich? Mit dem Mantra Higher for Longer haben es die Notenbanken geschafft, die Erwartungen der Marktteilnehmer zu dämpfen und damit das Ausmaß der Leitzinssenkungen für 2024 zu reduzieren. Längere Laufzeiten stiegen an und passten sich dem höheren Leitzinsniveau an. Noch einmal anhand der Grafik erklärt. Hier sind die Bund-Renditkurve dargestellt, Leitzinsen auf der linken Seite und lange Laufzeiten auf der rechten Seite. Die hellgraue Linie stellt die Kurve mit Ende Juni dar und die dunkelgraue mit Ende September. Hat sich der Markt während des Frühsommers noch erwartet, die Leitzinsen werden 2024 aggressiv gesenkt, so hat sich diese Erwartung durch die Notenbankrhetorik gedämpft. Damit kam es zur Anpassung am langen Ende, rechts der rote Pfeil, sodass nunmehr 10-jährige amerikanische Werte bis auf 5% und deutsche auf rund 3% Rendite gestiegen sind. Was ist die Folge? Mit höheren Renditen reagieren Aktien sensibler, Investitionen werden teuer und oder zurückgestellt. Das bedeutet weniger Wachstum, somit weniger Nachfrage nach Öl. Und das war der Grund, warum wir letzte Woche die Korrektur beim Öl gesehen haben. Bleibt noch der US-Arbeitsmarkt, der für die Notenbanken als Gradmesser genommen wird. Wenn zu viele Jobs geschaffen werden und Lohnsteigerungen zu stark sind, wäre das ein Notenbanksignal, um weiter Zinsen anzuheben bzw. darüber nachzudenken. Naja, was soll man sagen? Es wurden überraschend viele Jobs geschaffen beim Staat, im Gesundheitswesen, im Tourismus und auch Stellen, die durch den amerikanischen Inflation Reduction Act begünstigt wurden, zum Beispiel in der Bauwirtschaft. Die gute Nachricht aber, der Lohndruck nimmt ab, wie ihr in der Grafik auf der rechten Seite sehen könnt. Das bedeutet zwar immer noch steigende Stundenlöhne, aber, und jetzt ist der wichtige Faktor, die Dynamik nimmt ab, so wie mit dem roten Pfeil markiert. Der Markt nimmt das zum Anlass, die letzte US-Zinsanhebung im heurigen Jahr, die ist nur mehr mit einer Wahrscheinlichkeit von 14% eingepreist. Was beschäftigt uns diese Woche noch? Es ist auf der einen Seite die Berichtssaison, die hat gestern mit Pepsi und Louis Vuitton bereits begonnen und natürlich die Inflationsdaten in Amerika.
Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Damit ihr nichts versäumt, abonniert den Kanal am besten hier. Alles Gute und gesund bleiben, euer Lehre. Thank you.